Der Range Rover Evoque ist seit Mitte 2019 erhältlich. Ein Diesel-Mild-Hybrid leistet 240 System PS und ist ab einem Startpreis von 49.150 Euro zu haben. Äußerlich orientiert sich der Brite an den Linien des Vorgängers. Der Evoque will vor allem eins sein, ein Lifestyle-SUV. Das zeigt auch die Liste der Extras. Vieles lässt sich individuell gestalten. Dach in schwarzer Kontrastlackierung für 625 Euro oder Carbon-Außenspiegelkappen für 800 Euro. Die Optik ist eine Sache, das Fahrverhalten eine andere. So, wir lenken hier mal ein. Das ist jetzt gar keine fiese Kurve und trotzdem merkst du, ui, ist Bewegung in der Kiste. Ja, es hat so was Getragenes. Der Engländer hat einen sehr schönen Ausdruck dafür, wenn ein Auto so über die Straße schwebt und so ein bisschen nachpumpt. Das heißt Breathing, atmen. Und das finde ich passt hier sehr, sehr gut, weil das macht, ja, er atmet hier so die Straße. Dafür sorgen die neuen Adaptivdämpfer. Jedoch nur gegen Aufpreis. Kostenpunkt gut 1.100 Euro. Die Lenkung ist sehr leichtgängig. Mir persönlich zu leichtgängig. Wieso? Weil ich dann das Auto nicht präzise auf Kurs halten kann. Weil ich dann immer so ein bisschen anfange zu zappeln. 235er Reifen auf den optionalen 20 Zoll Felgen halten den Kontakt zur Fahrbahn. Gut 2.000 Euro muss man dafür hinlegen. Ich konzentriere mich hier gerade so ein bisschen auf die Querrillen. Bei manchen ist er erstaunlich sanftmütig, bei anderen schlägt er so ein bisschen durch. Insgesamt ist er absolut noch komfortabel, absolut noch relaxed. Und es gibt schon eine Sache, die mich an diesem Auto sehr einnimmt, das ist Geräuschkomfort. Das Auto ist leiser. Mit rund 4,40 Meter Länge fällt der Evoque in SUV-Maßstäben recht kurz aus und ordnet sich unter den Kompakten ein. Beim Evoque muss man immer wissen, was man ein Auto kauft, das für die Größe jetzt kein gigantisches Raumangebot bietet. Weil ich natürlich auch ein bisschen zugebaut bin. Das Armaturenbrett zieht sich so ein bisschen in den Innenraum rein. Ich habe eine ziemlich mächtige Mittelkonsole hier. Und so bin ich so ein bisschen, ja, so eingekapselt. Im Inneren setzt sich der Lifestyle-Gedanke fort. Für 480 Euro wird das Multifunktionslenkrad in Velour gehüllt. Die digitalen Instrumente schlagen mit 700 Euro zu Buche. Zack, das ist mal ganz schön aufgeräumt hier im Evoque. Auf den ersten Blick sehr wenig Tasten, deswegen erwecken wir das Ganze jetzt mal zum Leben. Vielleicht taucht dann mehr auf, jetzt will er mit mir kommunizieren. Die Lüftung regeln wir mal runter, ist übrigens doppelt belegt. Muss man wissen. Ja, und jetzt sehen wir auch, dass dort trotzdem noch ein paar Tasten sind. Man sieht sie aber erst dann, wenn das Ganze hier eingeschaltet wird. Hier auch auf dem Lenkrad, das ist sehr stylisch, was da als Lenkradbedienung gemacht worden ist. Mal gucken. Ja, aber es hat einen ordentlichen Druckpunkt. Man sieht es halt nicht, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist. Genauso hier auch bei der Klimaanlage. Was sich deutlich verbessert hat zu früher, das ist hier das Infotainment-System. Ich weiß noch, die ersten Evoque-Infotainment-Systeme, wenn du da drauf gedrückt hast, bei irgendeiner Funktion, bis sie sich dann gemeldet hat, da konntest du wirklich eine Postkarte schicken. Das geht deutlich schneller. Insgesamt ist das Ganze hier schön aufgeräumt. Ich mag das. Schöne, glatte Flächen, ist so ein bisschen Lifestyle-mäßig, wer es mag, wer es nicht mag. Ich finde es eigentlich ganz lecker, vor allem es ist alles sehr ordentlich verarbeitet und man muss natürlich für die ein oder andere Sache hier Aufpreis zahlen. Was kann ich denn erzählen? Hier, Digitalcockpit zum Beispiel, kostet 700 Euro Aufpreis. Ist nicht katastrophal, muss man aber wissen, wenn man das Ding hier vernünftig ausstattet, wird das schon deutlich teurer. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Nicht nur, dass hier in die Türen 1,5 Liter PET-Flaschen reinpassen, also Presspassung, sondern in den Sitzen und woanders auch sollen 30 Kilogramm recycelte Plastikflaschen untergebracht worden sein. Ich werde meine Flasche jetzt leer trinken und mir fein säuberlich überlegen, wo ich sie denn im Evoque parken werde. Prost! Ja, das ist schon eine etwas engere Luke. da muss man sich schon ein bisschen reinzwängen. Das ist dann nichts für ungelenkige Menschen. Okay, und hier hinten ist gerade mal so Platz, dass ich noch ordentlich sitzen kann. Man sieht, ich habe hier im Kniebereich noch ein bisschen Platz. Ich kann die Füße aber schon nicht mehr direkt unter den Sitz drunter stellen. Und ganz wichtig, ich bin hier hinten dran, ich habe hier die Beine nicht komplett aufgelegt. Die stehen so nach oben. Ich habe es schon schlimmer erlebt,
Aber es ist natürlich wahnsinnig angenehm, wenn ich die wirklich nach unten legen kann. Das schaffe ich nicht, weil ich die Füße nicht unter den Sitz bekomme. Also, das geht noch, aber das habe ich gerade in dieser Preisklasse bei SUV auch schon besser erlebt. Gucken wir uns den Kofferraum an. Wenn man SUV ja eine Sache besonders vorwirft, ist, dass sie ganz, ganz viel Auto für gar nicht mal so viel mehr Platz sind. Und der Evoque bestätigt leider das Vorurteil. Das ist ein Riesenauto. Aber ich habe als Standardkofferraum 472 Liter. Da gibt es definitiv in der Klasse, also in dieser Preisklasse, Kombis, die viel mehr Raum haben. Und wenn ich dann die zweite Sitzreihe umklappe, dann komme ich gerade mal auf ein bisschen mehr als 1100 Liter. Das ist wirklich nicht üppig. Also da erwarte ich eigentlich bei so einem Auto, auf so einer Verkehrsfläche, deutlich mehr Raum. So, also das ist ganz nett gemacht hier mit diesem Verzurzeugs. Aber das täuscht nicht drüber hinweg, dass der Evoque verdammt viel Verkehrsraum einnimmt für gar nicht mal so viel Gepäckraum. Schade. Wenn man sich jetzt die Verbräuche des Evoque anguckt, und dann ja, ist man ein bisschen enttäuscht. Denn auf der Eco-Sparrunde von Auto, Motor und Sport, da verbraucht er 6,7 Liter. Also ich hätte mindestens eine tiefe 6, vielleicht sogar, ja, eine tiefe 6 wäre schon okay gewesen. Der Evoque genehmigt sich 8,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer im Testmittel. So ein Antrieb sollte keine Symbolkraft, sondern eine Wirkung haben. Und das hat der Mild-Hybrid hier nicht wirklich. Vielleicht schlägt sich das Antriebskonzept beim Sprint besser. Wir setzen ihn in die S-Gasse der Automatik. Ein Neungang-Automatik ist das übrigens. Ein explizites Sportprogramm gibt es hier jetzt nicht. So ein Straßenprogramm halt. Traktionskontrolle raus. Ab geht's. Okay. Ja, er geht vorwärts. Für 240 PS ist es doch recht verhalten. Okay, die 100 ist erreicht. Ich sag mal so, reicht, aber ich hätte von 240 PS jetzt mehr erwartet. 8,6 Sekunden benötigt der Range Rover, um auf Landstraßentempo zu beschleunigen. Michelin Pilot Sport 4 helfen, den SUV wieder zum Stillstand zu bringen. Und bremsen! Ich habe nichts dagegen, wenn Autos groß und schwer sind, aber sie müssen auch sehr schnell dabei bremsen. Und der Bremsweg hier mit 36,8 Meter ist noch im Rahmen, darf sich aber in Zukunft gerne verbessern. Bei der Kaltbremsung braucht der Evoque 36,8 Meter bis zum Stillstand. Ich würde mir den Range Rover Evoque kaufen, wenn ich sehr Lifestyle-affin wäre und Bock auf ein entspanntes Auto hätte. Ich würde mir den Evoque nicht kaufen, wenn ich ganz pragmatisch danach gucken würde, was bietet er mir denn bei Raumangebot, Beschleunigung und auch beim Vorteil durch den Mild-Hybrid. Ja, Thema Lifestyle, da kommt man ja beim Range Rover Evoque nicht dran vorbei. Und wie sieht es denn bei euch aus? Ist ein Evoque für euch ein echter Range Rover oder doch nur eine Lifestyle-Büchse? Schreibt es drunter.